Wir alle sind täglich einer Flut von Reizen ausgesetzt. Das führt häufig zu Stress. Umso wichtiger ist es also, für die nötige Entspannung zu sorgen. Eine noch relativ unbekannte Methode stellen wir Ihnen heute vor, das sogenannte Floating. Das Hotel hier hinter mir im Bootmann Ludwigshafen bietet dieses spezielle Entspannungsprogramm an und meine Kollegin Melina wird das heute für Sie testen. Hi du! Na, bist du aufgeregt? Ich bin richtig gespannt, ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich, glaube ich, gleich wieder. Deswegen sind wir hier. Ja. Mal los. So, wir sind nun im Floating-Bereich angekommen und Frau Meller wird uns nun kurz erklären, was hier alles auf uns zukommt. Ja, schön. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das ist unsere Floating-Perle. Ich würde Ihnen dann gleich das Wasser einlassen und alles vorbereiten. In der Zeit wäre es gut, wenn Sie sich vielleicht schon mal umziehen, entweder mit Bekleidung oder ohne. Das entscheiden Sie. Okay. Ja? Floating gilt als natürliche Heilmethode. Das englische Wort bedeutet schweben. Das gelingt mit Hilfe von konzentriertem Salzwasser bei ca. 35 Grad Wärme. Abgeschirmt von äußeren Reizen sollen sich positive gesundheitliche Wirkungen einstellen. Eine Session dauert 60 Minuten. Und, bist du bereit? Auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich mal abtauchen. Na dann mal los. Sehr gut. Hier noch ein Kissen. Okay. Der Deckel geht zu und alles wird still. Bis auf die leise Unterwassermusik. Anfangs fühlt es sich sehr komisch und ungewohnt an. Ich versuche mich zu entspannen. Schließe die Augen und atme tief ein und aus. Mein Körper fühlt sich leicht an. Langsam spüre ich das Wasser um mich herum nicht mehr. Ich schwebe. Tatsächlich. Mein Körper ist schwerelos. Nach einer Weile verschwindet die Unterwassermusik. Auch die kleinen Lichter gehen aus. Es ist dunkel. Ich konzentriere mich auf meinen Atem, spüre, wie meine Bauchdecke auf- und abgeht. Dann sehe ich Blitze vor meinem inneren Auge. Normalerweise habe ich Angst vor Gewitter. Aber jetzt liege ich einfach da, tiefenentspannt, und betrachte das Lichtspiel um mich herum. Da ist er ja schon wieder. Hallo. Hallo. Melina, wie war's? Es war richtig krass, hätte ich nicht gedacht. Also man schwebt echt richtig, so wie man es auch immer hört. Und ja, wenn du jetzt rauskommst, muss ich dich erstmal ein bisschen beruhigen, weil das so von 0 auf 100 geht. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Also, was Melina hier mir gerade gesagt hat, hört sich ja schon spannend und vielversprechend an. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist, ob die Wirkungen wissenschaftlich erwiesen sind und ob diese spezielle Art der Entspannung auch medizinisch genutzt wird. Um diese Fragen zu klären, treffe ich mich gleich mit Nicole Byers. Sie ist Heilpraktikerin und bietet Floating auch in ihrer Praxis an. So, mittlerweile bin ich in der Naturheilpraxis von Nicole Weyers in Meersburg angekommen. Frau Weyers, meine Kollegin Melina hat heute zum ersten Mal Floating getestet. Und für sie war das eine sehr intensive Erfahrung. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bzw. die Ihrer Patienten damit? Die Patienten, die in die Praxis kommen zum Floaten, haben ganz verschiedene Erfahrungen und die bekommen von mir immer vorab eine Info zum Floaten und können sich dazu einstellen. Wie würden Sie sagen, lassen sich die physiologischen Wirkungen dann erklären? Das ist ja ganz vielschichtig, ja, was da passiert. Ja, das stimmt.
Das Floaten hat drei Hauptwirkungsbereiche. Das eine ist entzündungshemmend. Durch die starke Sohle wird der Hautstoffwechsel angeregt. Die Durchblutung wird angeregt und die Lymphe transportiert Giftstoffe aus dem Bindegewebe. Der zweite Bereich ist Entlastung der Skelettmuskulatur, also des Bewegungsapparates durch den Schwebeeffekt. Und der dritte Punkt ist Aktivierung des vegetativen Nervensystems. Das wirkt sehr entspannend und das kommt auch durch diesen Schwebeeffekt. Okay. Ja. Gibt es solche positiven Wirkungen auch auf den Geist? Ja, der Begriff Geist ist sehr weitläufig. Also ich denke, die meisten meinen die Funktion des Gehirns mit Geist. Mhm. Und das Gehirn sendet Botenstoffe aus. Also wenn wir aufgeregt sind oder gestresst, sind das andere Botenstoffe, wenn wir entspannt sind. Mhm. Im Floating sind wir sehr entspannt und das Gehirn schüttet Glückshormone aus und befindet sich im Entspannungsmodus. Mhm. Ja. Und wie oft machen Sie das persönlich? Ja, ich mache das gern so einmal die Woche. Ich bin Läuferin und gönne mir das zur Entspannung am Wochenende. Diese ganzen positiven Effekte, die Sie jetzt hier erwähnt haben, die Sie auch selbst nutzen, sind die wissenschaftlich belegt? Es gibt Studien von Kliniken, auch hier in Deutschland, im Bereich von Wirbelsäulenbeschwerden und Bereich von Stress oder Schlafstörungen. Und wie genau das jetzt wissenschaftlich belegt ist, kann ich nicht genau sagen, aber da ist doch einiges gemacht worden. Dann wäre es ja naheliegend, dass dieses Floating auch im therapeutischen, medizinischen Kontext angewendet wird. Ist das so? Wird das gemacht? Oder? Das wird versucht. Es ist halt nur schwierig. Es ist nicht kassenanerkannt. Und das andere ist halt, das ist eine Begleittherapie, Floaten. Aber als alleinige Therapie wäre es zu wenig, weil die Patienten, die zum Beispiel zu mir kommen, die wollen schnellstmöglich gesund werden oder eine baldige Verbesserung ihrer Symptome sehen. Und da muss man ganz gezielt arbeiten. Vielleicht muss man mal eine Laboruntersuchung machen. Okay. Und da wäre das Floating einfach zu... Vielleicht auch zu langwierig und man bekommt nicht so einen schnellen Effekt. Ja. Also dann heißt das, Sie nutzen das in Kombination mit den anderen Behandlungen. Ja, das kann man gut machen, ja. Okay. Gibt es dann auch Patienten, wo Sie sagen, für Sie ist das absolut nicht zu empfehlen? Oder? Ja, das sind die ganzen Herzpatienten, vor allem mit Herzschrittmacher, das ist nicht gut. Und epileptische Anfälle. Ich hatte auch schon Patienten mit zwei Knieprothesen. Die sind leider fast nicht mehr rausgekommen. Also das ist nicht wegen Floating selber, dass es nicht gut ist, sondern einfach durch die Umstände, auch mit dem Bad und allem. Wenn was ist, dann muss es ja schnell gehen. Und das wäre dann sehr unvorteilhaft, wenn da was passiert. Okay, ja. Dann besser nicht. Ja. Und Sie wenden es ja an. Was ist denn für Sie ganz persönlich das Besondere am Floating? Ich bin ja Läuferin und ich mag auch das Element Wasser und einfach diese Kombination mit Anspannung und Entspannung finde ich im Floating einfach hervorragend. Also auch diese Wirkung auf die Nerven und auf die Muskeln, das tut mir immer gut. Vielen Dank, Frau Weyers, für das angenehme Gespräch und Ihre Zeit. Ja, sehr gerne.